Hallo Fans und Freunde der Vienna zu einem, ja, Fangespräch der besonderen Art, muss ich ganz ehrlich sagen. Ich komme meistens zu den Fans nach Hause und plaudere ein bisschen natürlich über unseren Lieblingsverein, aber heute bin ich bei einer Vienna Fanfamilie, bei der Familie Svoboda. Hallo Martina. Hallo Olli. Grüß dich. Ja, Vienna. Was verbindet euch mit der Vienna? Was ist Vienna für euch? Also angefangen einmal Familie, wie du es richtig definiert hast. Tradition. Ja. Stolze Tradition. Mhm. Wie lange geht es ja schon zum Verein? Bei mir ist jetzt durchrechnen. 1.6.96 war es damals. Ich das erste Mal auf die Warte gegangen bin. Was Besonderes bei dem ein Match, nehme ich mal an? War damals das letzte Meisterschaftsspiel. Mhm. Das ist so um 95-96. Mhm. Und damals zwar noch nicht viel mit Fußball eigentlich so am Hut gehabt, also verfolgt zwar schon, aber wie es halt in einem Stadion ist, diese Seite kannte ich noch nicht. Mhm. Überhaupt schon mal beim Fußball oder war die Vienna so? Nein, Vienna war das erste, wo ich sagen kann, das war das erste Mal. Okay. Und gleich ja, begeistert also, oder langsam reingewachsen? Die Begeisterung hat sich sofort eigentlich sofort infiziert worden in das Ganze. Okay. Mit im Laufe der Zeit wurde es dann immer mehr und. Was war es eigentlich? Was hat dich so begeistert? Am Anfang wahrscheinlich nur, dass du am Platz kommen bist einmal. Mhm. Und das zum Miterleben. Weil da bin ich mit einem Nachbarn von uns, der hat mich mitgenommen, habe ich nur die Heimspiele besucht und im Laufe der Zeit ist es dann eben immer mehr geworden. Und immer schon im Sektor gewesen? Oder? Am Anfang war ich Höhe Mittellinie, okay. Weil da habe ich eine gute Bekannte mit der... Warst du dann noch Arena-Seite oder warst du schon... Nein, immer Tribüne, aber nur halt Höhe Mittellinie. Da gab es so ein älteres Ehepaar. Okay. Die haben sich eigentlich auch immer mit mir ziemlich freundlich unterhalten. Mhm. Da bin ich dann bei denen picken immer Zeit lang auch. Und, Und so die Stimmung, wie war das? Ja, so stimmungsmäßig war, was ich mich so zurückerinnern kann, es war zwar der Fanblock vorhanden, okay. Aber nicht so wie man heute kennt. Waren die auch schon Tribüne? War auch schon Tribüne, ja. Mhm. Das war zwar. Sehr minimal, also erinnern kann ich mich jetzt so nicht mehr daran, aber da war etwas auf jeden Fall, was auch schon erwähnt wurde in vergangenen Vlogs. Stimmt, ja. Von dem her, aber genau, an den Anfängen genauen kann ich mich nicht mehr erinnern. Mhm. Dann gleich aber so schön reingewachsen, weil du bist regelmäßig bei den Matches, ne? Ich bin seit dem Abstieg, da wo wir damals abgestiegen sind von der ersten Liga in die Regionalliga, da hat es dann eigentlich begonnen, intensiv zum intensiv werden. Da hat es dann auch angefangen. Das war 2002, 2003. Wo ich dann angefangen habe, mein eigenes erstes Geld zu verdienen. Mhm. Hat es dann angefangen mit Auswärtsmitfahren. Mhm. War damals auch ziemlich schwierig im Zeitraum 2000 bis 2007. Mhm. Da bin ich dem Beruf noch Bäcker nachgegangen. Okay, verstehe. Und Freitag Auswärtsfahrt zu Allerweithofen oder was. Mhm. War dann schwierig. Da bist du mitgefahren. Mhm. Und dann aber Freitag auf Samstag dann gleich wieder im Job rein und... Direkt, oder wie? Direkt. Verstehe. Und das war halt dann teilweise ein bisschen schwierig. Okay. Wo dann auch der Chef gemeint hat, was hätte man schon da Intus? Oh. Ich habe gesagt, ich habe nichts Intus, ich bin nur ermüdet. Ich komme gerade von Weidhofen, Amstetten, wo wir halt gerade gewesen sind. Zwettl. Mhm. Wahnsinn. Das war ziemlich schwierig, aber... Für die Vienna tut man sowas. Ja, stimmt. Und wie ist es gekommen, dass du dann mitgekommen bist? Warst du schon vorher bei der Vienna, bevor du... Nein, eigentlich nicht. Ich bin eher als kleines Baby schon mitgenommen worden auf einen Fußballplatz. Auf einen Fußballplatz, aber nicht die Vienna? Nein, weil dadurch, dass mein Vater Trainer war, okay. Beim SV Rennweg damals, bin ich schon als Baby immer im Kinderwagen mit meiner Mutter mitgegangen. Dann war zeitlang überhaupt nichts. Mhm. Und dann war eben das mit dem Oliver, wie ihm der Nachbar eben gefragt hat, also mich gefragt hat, ob er mitgehen darf. Mhm.
da bin ich mit Oliver auch noch nicht mitgegangen. Aha. Aber 2002 dann, im Oktober 2002, kurz war das vor oder nach meiner Scheidung? Muss nach der Scheidung gewesen sein. Nach der Scheidung hat er mir einmal gefragt, ob ich einmal mit ihm mitgehen will. Und ich habe gesagt, geh bitte, was mache ich da oben? Das interessiert mich nicht. So, da geh bitte Mama, einmal, ne? Mhm. Ja, weil es auch Zusammenhang gewesen ist, weil es war damals regionaliger Mensch, gegen Simmering. Mhm. Meine Simmering Mutter ist in Simmering aufgewachsen. Okay, das ist. Und man dachte, das wäre der perfekte Zusammenhang, dass man mitgehen soll. Und wie sie gerade gesagt hat, da habe ich gesagt, einmal geh mit. Okay. Und aus dem einen Mal. Mal ist halt dann seit 2002 mit ihm auswärts und heim. Wahnsinn. Also regionalliga-mäßig waren wir immer. Mhm. Nach dem Aufstieg damals 8-9 war es dann sporadisch, was halt gegangen ist. So Gradkorn, Hartberg. Und Berg war ich mit in Grödig. Mhm. Ja, das sind ja auch Vordelberg-Mannschaften. Ja, aber das ist dann nicht gegangen. Also damit die Züge gefahren sind, das war bei uns. Das war dann nicht möglich. Es waren ja dann auch immer zwei Matches pro Woche teilweise. Ja, Dienstag, Mittwoch und Freitag, Samstag dann wieder. Und das war dann ein bisschen. Teilweise sogar englische Wochen und so, ne, mit Cup. Ja, es belastet als Vienna-Fan. Aber ihr seid so richtig mit Leidenschaft dabei. Also ihr seht euch bei den, ja, mittlerweile regelmäßig bei den Matches, auch fünfte Liga. Wie war so das Gefühl? Ja. Im ersten Moment haben wir gedacht, fünfte Liga. Oh Gott. Ja, oh Gott. Oh Gott. Was passiert da mit uns? Sowas kannte ich vorher nicht. Oder niemand eigentlich von uns. Ja. Eine Vienna in einer fünften Liga, wenn es solche Vereine spielen musst, du jetzt. Letzte Runde Leasing zum Beispiel, oder sowas kannten wir halt, solche Niederungen vorher nicht. Und aber auch Simmering war dabei. Das war Zufall, ja. Das ja. Dann und da haben wir uns ja sehr gut unterhalten, wenn du dich erinnern kannst. Stimmt, ja. Wie es weiterläuft und wie das Gefühl war. Du warst aber sehr positiv, du hast gesagt, das wird. Ja, das habe ich eigentlich das ganze Frühjahr verspürt. Ja. Das ist, man hat es in der Mannschaft gemerkt, ja, dass da was weitergehen soll und wird. Mhm. Und das hat mich eigentlich nicht abgebracht, dass das nicht klappen sollte, dass wir der Meister werden und dann nur zweiten Landesliga. Weil für dich war es ja ein Wiedererleben sozusagen, nach Anfang der 2000er Jahre runter in die RLO, dann so lange unten bleiben. Das stimmt, ja. Das sieht man euch ja auch im Film, es geht sich immer nicht aus, wo man auch ein Interview mit euch. Und dann, ja, und dann raufgekämpft und 9 war dann wirklich so eine Erlösung mit dem Stöger. 8-9 war ein schönes Jahr. Jetzt erst im Winter der Stadthalmtitel. Stimmt. Und aktuell immer noch der einzige Titel. Bis dahin nichts mehr wieder ausgespielt worden ist. Der aktuelle Stadthalmmeister ist immer noch. Und dann noch im Sommer dann Meisterparty in Neusiedl. Ja. Das. Legendär. Ja. Und ihr wart natürlich dabei. Ja. Gefeiert. Ja, da habe ich damals der Mannschaft eine Magnumflasche Sekt spendiert. Na. Zum Aufstieg. Und dann hat man damals der Platz Wart, Attila, ins Stadion geschmuggelt. Quasi mit den Wäscheutensilien vom Team. Und nachher hat er gemeint, wenn das Spiel aus ist, soll ich dann zum Hintere kommen. Mhm. Und da gibt man es dann und. Am Neusiedlplatz. Ja. Und da war die Party dann groß. Und dann habe ich drauf gewartet, bis er abpfiffen hat. Und dann habe ich seine knallen lassen, die Flasche. Wie ist so das Gefühl als Vienna-Fan, wenn man sich so die anderen Mannschaften anschaut? Ich rede jetzt richtig so von Bundesliga-Mannschaften, so im Vergleich, Rapid, Austria, vielleicht sogar Salzburg. Ist das eher so die kleine Vienna oder ist das egal, in welcher Liga wir spielen? Ich glaube, das kann einen Unterschied machen darf zwischen den Ligen. Also wir haben sonst, gab es uns nicht schon 125 Jahre, wenn wir nur in so einer dahingesagte Marke wären. Mhm. Weil dieser Konzernclub aus dem Westösterreich ist eine Marke. Ja. Das hat die Tradition wenig am Hut. Ja. Im Gegensatz zu uns, oder? Wie beobachtest du so diesen Trend? Ja, also das ist sehr, für mich ist es eher eine gemischte Sache. Also ich verfolge es zwar, weil mich der Fußball generell interessiert, aber dass ich jetzt da irgendwie verfolgen, ja, als Patriot. Mhm. Wenn es jetzt Champions League spielt im Sommer, wird man sich sicher auch anschauen. Also von dem her. Ja, das schon, ja. Das ist schon mal, weiß nicht.
Patriot, Ego, mhm. dass man jetzt sagt, ja, man muss, obwohl man es eigentlich jetzt nicht so also verfolgt, schon, aber... Es geht mehr um den österreichischen ja. Verein als um den Verein an und für sich. Ne? Und 125 Jahre, wie siehst du das, das Jubiläum, das auf uns zukommt, Martina, was würdest du sagen, wie... Ist es gut oder ist es normal? Es ist normal. Es ist normal. Aber auch was Besonderes. Ja. Doch, oder? 125 Jahre Fußball in Österreich. Na, ihr habt ja schon einige Jubiläen, nicht 120, 115. Aber das ist, dass uns immer noch gibt oder dass wir immer noch existieren dürfen, das ist schon, macht schon wenig stolz. Hm. Ihr seid im 19. wohnt ihr ja hier. Hohe Warte. Stadion. Wie viel Stolz macht einem die Hohe Warte oder könnte die Vienna überall die Vienna sein? Die Hohe Warte, also die Vienna gehört zur Hohen Warte und umgekehrt ist. Wenn es da jetzt irgendwie heißen würde, wir müssen übersiedeln oder weiß ich nicht was, wäre es nicht mehr dasselbe. Nicht mehr das gleiche, oder? Ich kannte zwar die Kuglerwiese vorher nicht. Weißt du, wo haben wir sich vorstellen können, dass da auch Matches ausgetragen wurden. Klein, aber fein, ja. Aber das gehört einfach zusammen. Das ja, da gibt es ja bald auch ein Jubiläum. 100 Jahre Naturarena Hohe Warte, nicht? 21. Nein, das ist schon... Und was kann eigentlich auch der Fan noch zusätzlich tun, damit es dem Verein besser geht? Sicher mehr, als zugelassen wird. Ach so. Das heißt zwar immer, dass man helfen soll, du hörst das immer wieder, aber wenn du dann etwas beitragen möchtest... Okay. Sollten sich die Fans stärker verbinden miteinander, um sich halt dazu organisieren, um in weiterer Folge dem Verein zu helfen, oder sollte jeder einzeln kommen und sagen, du, ich kann das und jenes und... Auch nein, einzeln wirst du nicht weit kommen. Also, wenn, solltest du auf jeden Fall in der Gruppe, das Miteinander suchen. Doch. Ja. Ja. Nein, ihr seid ja doch. Einer allein hat Rom auch nicht erbaut und. Nein, aber ihr seid ja auch schon länger dabei. Ihr wisst ja, wie die Strukturen ist richtig, funktionieren, ja, und alles. Es hängt ja nicht meistens von einem Präsidenten, es waren ja in den letzten. Einige Präsidenten. Einige dabei und einige Herrschaften, die man besser wieder vergisst, glaube ich. Aber es hat sich auch dadurch einiges geändert bei der Hohen Warte. Und das stimmt, beim Verein. Das, es ist zwar noch immer das, eben das Familiäre, ja. Das vorhanden. Das hört man immer wieder, das ist sehr wichtig. Aber nicht teilweise richtig ausgelebt. Okay, was wäre das Richtige ausgelebt? Mehr Fanturniere oder mehr? Na, Fanturniere vielleicht weniger, aber dass von Vereinsseiten mehr kommen müsste, uns bezüglich. Das auf die Fans zukommen. Ja. Nicht nur ein eigenes Ding drehen. Okay. Das heißt zwar immer wir, die Wiener. Stimmt. Aber am Schluss endlich machen es dann trotzdem immer wieder nur dann die gleichen Personen. Das ist dann nicht nur wir, die Wiener, sondern auf gewisse Personen begrenzt. Stimmt. Das kann es dann auch nicht sein. Nein. Das ist richtig. Wir haben einiges an tollen Fanartikeln hier zu sehen. Sammeln, Leidenschaft. Ja. Dina, du sammelst ja sehr viel auch. Nein, dann nein, Oliver. Ist mehr. Ah, ist deine Geschichte. Meine ist Geschichte, ein ja. Territorium. Bei mir sind es nur einige kleinere Dinge. Von denen ich halt gerade schwärme, okay. So wie von Bosco damals. Stimmt. Oder ja. Von, wie heißt der, Griech? Habe ich ja. Na, die Sammlerei, das hat sich eigentlich auch im Laufe der Zeit dann, eigentlich so beginnend damals mit Abstieg in die Regionalliga, damals, also nach dem 2000er, da hat es dann eigentlich richtig angefangen mit den Auswärtsfahrten. Wenn ein Roland oder ein Erich zu dir kommen, ich schaue, wir haben wieder was Neues im Shop. Und da haben sie dann teilweise gar nicht mehr nachgefragt, weil sie eh schon gewusst haben, du willst das haben und da ist dann eigentlich schon
mitgegangen aus dem FF. Und ist das für dich Erinnerung oder ist das einfach nur Bestätigung, um beim Verein zu sein? Na, das ist mehr Erinnerung. Also du schaust dir den Schal oder du schaust dir das Dress an und sagst, das war dann und dann. Und irgendwie jetzt teilweise baue ich mir kleine Geschichten auch. Ah, tatsächlich? Eine kleine Geschichte vielleicht zu einem dieser Fanartikel? Das Trikot zum Beispiel, was da auf der Wand hängt. Das ist für mich die persönlichste Geschichte eigentlich von den ganzen gesammelten Trikots, was ich eigentlich habe. Das war Saison 2003-04. Mhm. Da hat man einen deutschen Legionär Lea im Team. Mhm. Und irgendwie hat sich da deutsch-österreichische Freundschaft entwickelt. Gekommen ist er 2002 nach Österreich mit seiner Familie. Und irgendwie hat sich da zwischen mir und ihm eine deutsche-österreichische Freundschaft entwickelt. Und ich wollte eigentlich schon das Leiberl haben im ersten Jahr. Und er hat gesagt, das ist schon versprochen an die Familie. Habe ich akzeptiert, hat er gemeint, wenn ich ein Jahr warte und er noch im Verein sein sollte, bekomme ich es dann. Und das, da waren wir dann in Neuberg, letzte Runde. Mhm. Hat er dann noch die Absprache getätigt, ob, also mit der Frau Prager, ob sie die Leiberl hergeben dürfen. Mhm. Hat es zwar geheißen, im ersten Moment eigentlich nicht, weil es war immer ein bisschen schwierig, glaube ich auch damals schon, okay, dass die Spielerinnen Leibchen hergeben dürften. Mhm. Aber er hat dann kurz überlegt, hat sich dann ausgezogen und mir dann sofort nach Match über Ende übergeben und ja, hat gesagt, viel Freude damit. Das war was Spezielles. Und welcher Spieler war das? Der Steffen Buri. Ah, sehr cool. Kommt da oben aus dem Norddeutschland. Okay. War zwar am Anfang seiner Laufbahn bei uns kein einfacher Typ. Mhm. Mentalitätsproblem, das weiß man eh, das war nicht immer einfach. Mhm. Aber im Laufe der Zeit hat er sich dann doch zu dem Profi entwickelt, was er hergegeben hat und ist. Mhm. Das war dann eine schöne Zeit, die ich erlebt habe. Und daran erinnert mich sich gerne zu machen. Ja. Du hast auch immer gesagt, dieses Familiäre, und das hört man auch immer wieder von den Fans, dass Familiäre so geschätzt wird bei der Vienna und ihr natürlich zu zweit als Family auch zu den Matches gehend. Ja. Wie kann man das vielleicht nach außen tragen oder zumindest versuchen zu erklären, wie das Familiäre bei der Vienna lebt? Das ist gute Frage, wie man es. Vor allem, du wirst einfach auch einfach akzeptiert, wie es, wie du bist und ob du jetzt alleine kommst oder mit Anhang. Das ist egal, ob Freundin, Mutter, wie in unserem Fall. Ja. Das ist eigentlich immer das Gleiche und das ist eigentlich das Schöne daran, dass da kein Unterschied gemacht wird von anderen her. Mhm. Das sollte eigentlich immer so sein, finde ich zumindest. Ja. Vor allem, was auch bei uns perfekt abläuft, dass du der Kinder ohne weiteres irgendwie. Stimmt. Ohne dass du zum dein Kind Sorgen haben musst. Du bist mit deinen Kids natürlich auch schon auf der Wache. Mit meinem Ältesten hauptsächlich. Okay. Mit dem taugt's auch schon? War zwar am Anfang regelmäßig immer mit. Mhm. Nur jetzt sind wir dann ins Pubertäre gekommen. Ah, und da hat er mir dann erklärt, Fußball ist doof, Fußball ist langweilig. Mhm. Will ich da wohl nicht mitgehen? Was war für mich einerseits ein Stich ins Herz. Aber andererseits haben wir gedacht, ja, ich kann dazu eh nicht zwingen, weil bevor er mir dann gar nicht mehr gerne mitgeht, muss ich es jetzt akzeptieren. Und jetzt gegen Union Berlin war er dann wieder mal nach längerem wieder mit dabei und ja. Da habe ich schon gemerkt, dass ihm sehr gefallen hat. Also das hat, okay. Deutscher Bundesliga-Verein, ja. Da warte das eher eine Seltenheit, die man über 4000 traumhaft, das war ein Mega-Event. Ja. Da kann man nur wirklich Danke sagen, die uns das möglich gemacht haben. Wie ist so das Gefühl? Macht einem das stolz? Sowas macht sehr stolz. Es gibt viele Leute, die sagen, oh, mir reicht's, wenn ein paar hundert sind, das ist eher gemütlich, nettes Match, aus. RLO vielleicht, maximal zweite Liga. Ja, vom Anspruch her vielleicht. Aber
jeder Wiener-Fan im tiefsten Herzen will ganz rauf. Auf jeden Fall, oder? Und das wäre was, wieder mal oben, wirklich Bundesliga mit den großen Wiener Großclubs sich messen zu dürfen und ja, klar. So in der guten alten Zeit, das war sicher was Spezielles, also ich kann zwar nicht mitreden, das ist nicht meine Generation, aber... Glaubst du, kommt die wieder, diese gute alte Zeit? Wünschen würde ich mir's. Ob es passiert? Ja, dann wäre wieder was los auf der Hohen Warte. Das ist, steht in den Sternen. Volles Haus. Ja. Es hatte zwar einen eigenen Flair, dieses Gemütliche, was du gerade angesprochen hast, in der Regionalliga, wenn du jetzt auf Plätze gefahren bist wie Rohrbach oder Klingenbach, Schwadorf, damals in der Regionalliga, aber es kann halt nicht der Anspruch sein, dass sowas spielen musst, willst. Es verändert sich natürlich dann schon etwas. Ne? Das ist dann schon breitere Masse, mehrere Leute. Ist richtig, ja. Das viele Leute höchstwahrscheinlich, die Wiener heute noch gar nicht kennen, werden dann dabei sein. Ne? Das kann passieren, ja. Und sehen sich dann als, war immer schon bei der Wiener. Wie nennt man solche Leute? Ja, Glory Hunters. Haben wir es gehört, ja. Das habe ich gehört. Irgendwie mag ich dieses Wort, aber es ist jeden selbst überlassen. Kommst du nicht? Gehe ich hin oder bleibe ich fern? Also ich glaube, die Wiener trägt man ja auch da. Und weniger da. Weniger im Kopf, ja. Das ja. Also, das würde man gar nicht so oft kommen, oder? Das stimmt, ja. Dann würde man nicht geben, was ich mir mache. Ja. Egal welche Witterungsverhältnisse und wenn ich da jetzt zurückdenke. An die minus 20 Grad. Vorbereitungsspiele. Gibt's Testmatches auch, ne? Ja, ich rede damals, also jetzt hat sich's ein bisschen nachlassen. Eben durch Familie auch und so und, aber damals, wie es nur wirklich uns zwei gegeben hat, da waren wir in der Spielmanngasse oder in der Waffgrund bei minus 18 Grad. Testmatches anschauen. Dann hast du vom Attila einen Tee bekommen, den hast du aber getrunken wie ein Glas Wasser, eben weil es so kalt war und das war halt was Spezielles auch damals irgendwie und andere suchen das Weite und das Wohlige und uns hast aber... Aber es schweißt schon zusammen, oder? Ja. Vor allem, was auch damals gehabt hast, was jetzt zwar wieder da ist, was eine Zeit lang aber nicht da war, der Kontakt mit den Spielern. Okay, naja. Wenn du es jeden zweiten, dritten Tag gesehen hast, den Kern, der gespielt hat, und du hast dich dann nachher mit ein paar unterhalten, war das schon... Ist das für dich heute auch noch so wie seinerzeit? Wie gesagt, wieder. Wieder. Es ist zwar jetzt teilweise auch schon durch die Social Medias einfacher, weil ich brauche mal nur selbst an die Nase nehmen, jetzt 6 Neuzugänge. Da ist noch nicht einmal richtig fix, dass er bei uns ist, suche aber über den Social Media bereits den Kontakt zu denjenigen und versuche da schon mal was aufzubauen. Und klappt aber eigentlich auch dann, das habe ich jetzt erst gemerkt, den Konrad Mario. Jetzt kommen wir von Leobendorf. War auch so aller Facebook-Geschichte vorher. Und jetzt vom Unionsspiel, wir haben uns vorher noch nie gesehen, haben uns aber gleich grüßt. Das wäre es schon eine langwierige Freundschaft. Das heißt, das ist jetzt wesentlich einfacher als seine Zeit, okay. Weil damals bist du wirklich hingegangen zu demjenigen und hast geredet mit ihm. Heute machst du es vielleicht auch, aber halt durch Umwege durch Facebook, was war es immer auch. Weil du gesagt hast, du warst auch gut befreundet mit den Spielern. Verfolgst du auch dann so ein bisschen die Karrieren nach der Wiener? Ich verfolge sehr wohl auch dann, was mit den Einzelnen auch geschieht und so. Und das Interesse halbbar ist. Gibt es da irgendwelche speziellen Spieler, wo du noch sozusagen beobachtest, was mit denen passiert? Ja, also das ist echt so eine schöne Mischkulanz. Wenn es dir gerade irgendwie einfällt, dass der mal das blau-gelbe Trikot getragen hat, dann kommt irgendwie... Vielleicht eine kleine Randnotiz und dann wäre ich natürlich neugierig und schaue dann nach, was der jetzt macht und Potskurt zum Beispiel, ne? Jetzt in der Regionalliga wieder tätig, also prima.
wenn wir das Cup-Match angeschaut haben am Samstag. Nein, das habe ich leider nicht gesehen, weil... mit dem Dominik alleine angeschaut. Aber das verfolgt man dann eigentlich schon noch mit, doch. Ja. Ich glaube, die Spieler merken sich das auch, dass wenn sie bei der Vienna waren und gespielt haben. Jürgen Macher zum Beispiel, ne, der jetzt zu Rapid weitergegangen ist. Ja, der hat ja auch einen steilen Sprung dann gemacht, damals nach seiner, also in seiner Laufbahn nach uns. Wenn man daran denkt, er war auf der Insel dann ans Chelsea, Sunderland, in Deutschland, Griechenland. Ja. Ja, das macht dann, haben zwar nicht viele geschafft, aber es gibt doch einige. Wie zufrieden bist du mit den Verantwortlichen? Da kann ich eher, bin ich ja nicht so. Das heißt, mit dem Verein hast du weniger zu tun, nur mit den Spielern meistens. Eher mit den Spielern dann selbst, ja. So im Hintergrund habe ich wenig bis gar nicht aufgehalten. Also das, ich habe zweimal vor Jahren mitgeholfen auf Schneeschaufeln, ja, wo damals diese einzige Partie stattgefunden hat auf dem Wochenende, was auch immer im Film vorkommt, gegen St. Pölten. Ja, da war ich arbeiten. Unter der Woche wirklich dann gleich nach der Arbeit immer auf die Warte, zum Schneeschaufeln auch, und was so Vereinsbelangen intern, kann ich dazu nichts sagen, dass ich habe immer meinen eigenen Weg gesucht, um mit den Leuten zu sprechen, wo ich es für angebracht gehalten habe. Feedback auch gegeben? Sowohl als auch, also das teilweise, denen war es egal, andererseits auch mein Feedback bekommen. Ja, du gemeint hast, früher war es eher familiärer, weil die Spieler gekommen sind, aber vielleicht ja auch der eine oder andere Vereinsverantwortliche und Stüberl oder auch nach, ja, dem Menschen- also das, Sektor. Da waren sie zwar, aber das. Okay. Muss nicht. Also das. War eher nicht so. Nicht die einzige Person war die Frau Prager damals. Die immer war für mich gehabt hat im Hintergrund und. Und da war der Kontakt auch inniger. Ja, weil wenn ich da jetzt denke auf Mitgliedsbeiträge damals, wenn ich es gleich gehabt habe, dann gemeint, ja, zahlt man es halt nächstes Mal. Und das, glaube ich, ging ja heute nicht. Also. Das meine ich eben mit familiär. Ne? Ja. Ein bisschen was geht immer und das war nicht alles so streng nach Regel. Zahlt man es dann, wenn es kannst, und das war... Ja, ja, das bindet auch die Leute, weil das ist angenehmer für jemanden. Man sieht auch, so immer zuhört. Das ist gut. Zuhören ist wichtig, ja. Also wie sie mit uns immer mit Auswärtsfahrten mit dem Bus mitgefahren ist, ne? Wenn sie mit ihren Predigten gekommen ist, kann Bus nicht dreckig machen und nicht bröseln. Ordnung muss sein. Aber das war immer speziell. Ingrid Prager war ein Unikat. Ja, ja. Fehlt auch vielleicht ein bisschen, ne? Seine Figur, die ja, dann eigentlich schon, ja, die Leute auch ein bisschen betreut, das stimmt, ja, außerhalb des Vereinsgeschehens auch persönlich, ne? Ja. Aber der moderne Fußball natürlich, der ist halt mehr ein Geschäft. Ich rede jetzt nicht nur von Salzburg, sondern ich rede halt auch von den laufenden Kosten für jeden Verein. Ja, das schon, ja. Das so Tagesgeschäft ist, wissen wir auch, weil es kann schnell gehen. Ja. Weil heute siehst du noch bei dir. Morgen ist er irgendwo auf der anderen Seite der Erde, also das, so à la Arnautović jetzt zum Beispiel. Stimmt. Das, was da halt auch. Glaubst du, dass man die jungen Spieler da auch ein bisschen mehr binden kann, indem man ihnen halt eine eher Sicherheit gibt, sagt, du wirst bei uns groß rauskommen, bleib bei uns? Schwierig wahrscheinlich. Weil die meisten halt gleich ans Geld denken. So ist es ja, das ist das Problem. Weil wenn es da jetzt auf 15, 20 Jahre zurückdenkst, vielleicht auch länger, weiß ich jetzt nicht, aber war es vielleicht noch eher möglich als wie heute. Na ja, klar. Ja, man muss sich auch wünschen, würde man es, dass diese Truppe, so wie sie jetzt dasteht, so lange wie möglich zusammenbleibt und wirklich den Durchmarsch, jetzt einmal dieses Jahr, das wäre schön, dass wir mal dorthin kommen, wo wir schon waren, in die Regionalliga-Retour, und dann kann man eh nur schauen, wie es weitergeht. Und wie hoch schätzt du den Faktor der Fans ein, die Mannschaft zu pushen, mental, am Platz? Schon sehr hoch eigentlich, also das merkt man aber auch. Doch, man kann die Mannschaft tragen als 12. Mann. Weil man merkt speziell,
ritualsmäßig, dass schon bei der Seitenwahl eigentlich das schon halbwegs entschieden ist, weil wenn unsere Mannschaft dann in der zweiten Hälfte auf unser Tor spielt, ist die Stimmung anders als wie umgekehrt. Okay. Du merkst, wenn die in der zweiten Hälfte das viel mehr Elan im Block vorhanden ist, als wie würden wir andersrum beginnen. Okay. Und bei den Auswärtsmatchen auch oder nur auf der Matte? Auswärts ist es halt teilweise immer schwierig, irgendwie was zu formieren mit den kleinen Tribünen und kennt man ja aus den. Aber wir versuchen es zumindest. Ja, aber die 50 Liga haben wir ja Gott sei Dank hinter uns gelassen. Jetzt in der vierten hoffen wir doch auf. Ja, das wird sich zeigen, was dazu. Dass die Plätze um so vieles besser werden, glaube ich zwar nicht. Ich will zwar jetzt niemanden ankreiden, weil sie können ja teilweise nichts dafür. Aber ich glaube nicht, dass die Plätze um so viel besser werden wie in der zweiten Landesliga jetzt. Glaubst du, dass uns die Vereine, speziell in Wien, ein bisschen so das Haxl stellen, versuchen, um die große Vienna ein bisschen zu ärgern? Versuchen, als sie sicher wollen. Also weil, wenn es immer lesen muss, teilweise Grösus gegen, weiß ich nicht, wie sie es beschreiben. Okay. Das Liga Grösus, weil wir jetzt Spieler drin haben, die noch weiter oben spielen könnten. Aber uns das Liga Grösus zu bezeichnen, würde ich sagen, wäre ein bisschen vermessen. Oder ist vor? Na, eigentlich ganz ehrlich, die Vienna gehört. Wiener ist schon mal der Name, was, aber Wiener Stadtliga, das, wir müssen es hinnehmen. Müssen, ja. Aber der Anspruch muss was anderes sein. Ja, das ist klar. Aber man genießt es ja dann trotzdem. Es ist ein Genuss, Woche für Woche die Vienna daran teilnehmen zu dürfen, ja, zu können, so gut es geht. Das ist schon was Besonderes. Jetzt bald in der vierten Liga und dann, was glaubt ihr, wie wird es weitergehen? Durchmarsch rauf bis zur Bundesliga, dann spielen wir gegen Rapid. Oder wünschenswert. Wünschenswert. Aber ich glaube, so schnell wird es leider nicht vonstatten gehen. Weil ein guter Gradmesser, finde ich, ist der Toto Cup. Wie habt ihr das so mitgekriegt? Den Toto Cup? Er wird zwar als langweiliger Bewerb deklariert, aber nicht uninteressant für den Sieger, weil wir waren ja knapp dran, dass wir ja doch in die erste Hauptrunde vom ÖFB Cup hätten kommen können. Nur gegen Elektra haben wir verloren. Das war, ich weiß zwar nicht, was schiefgelaufen ist, aber es war wirklich ein Spiel, wo ich unsere Mannschaft so den ganzen Herbst nicht gesehen habe. Also, entweder war es das Stadion, was eine Schockstarre vielleicht verursacht hat, aber das kann ich mir auch nicht ganz vorstellen, weil jeder junge Fußballer träumt sicher davon, im Haploval spielen zu dürfen, irgendwann einmal. Das, damit hat sich die Gelegenheit eigentlich ergeben. Also so uninteressant finde ich diesen Bewerb gar nicht, weil eben, wenn du eben dieses Turnier gewinnst, bist du in der ersten Hauptrunde. Und das war halt dann mit ein bisschen Losglück vielleicht 1, 2, 3 Runden weit gegangen. Und ja, das bringt doch ein bisschen Geld. Eigentlich Geld. Viel, aber Publicity bringt es auch. Ja. Das ist also nicht so, eigentlich nicht zu uns wieder, dass du sagst, dass man nicht ernst nehmen sollte. Und für uns war es natürlich schon ganz interessant zu sehen, wie sind die Wiener Mannschaften, die in der vierten Liga spielen, weil eine Liga über uns, wie reagieren die, wie agieren die? Ja. Aber Elektra hat es ja nicht viel gebracht, die sind ja schon klanglos 4-1 ausgeschieden in der ersten Runde. Also das weiß ich zwar nicht, warum die jetzt da dann so scharf drauf waren. Ich sage mal, wir waren vielleicht ein bisschen besser dagestanden, aber das vielleicht ist Jammern auf höherem Niveau. Also das weißt du nicht, wie das Los dann gekommen wäre. Und eben. Dann hätte das vielleicht einmal gespielt gegen Red Bull Salzburg. Hammer, ja, Hammer. Ja. 2005. Okay. Das war auch ein ÖFB Cup, erste Runde. Der große Red Bull Salzburg. Noch ein Warte. Stimmt. Und dann war ja auch 97, da war nicht vergessen. Das auch im 97, Finale, das war das Halbfinale gegen Wüstenrot oder Austria Salzburg. Das haben wir im Elferschießen gewonnen.
Genau. Das war eine meiner ersten Partien, habe ich zwar damals noch im Fernsehen erlebt. Da hatte ich Nachmittagsunterricht in der Schule noch. Mhm. Konnte da nicht gehen. War aber dann geplant durch den Finaleinzug, dass ich mit unserem Nachbarn gehen soll. Der konnte aber dann kurzfristig nicht. War dann auch nur leider der Fernseher und Erinnerung ist dann der Schal geblieben von den Match. Eine knappe 2:1 Niederlage damals im gehabt. So wie gegen Elektra jetzt. Ich hoffe, es gibt wieder einen Cup. Ein Otto Cup oder. Ja, das wird sich zeigen, also ob sie das irgendwie ein anderer Sponsor findet. Ja, die Lotterien sind ja ausgestiegen. Ja. Aus dem Ganzen, nach jahrelanger Zusammenarbeit. Ja, schade. Schauen wir mal, was passiert, also von dem her. Und dann, was glaubt ihr, die Zukunft der Vienna? Abgesehen davon, dass wir hoffentlich bald aufsteigen wieder in die RLO und höher. Glaubst du, wird sich das da so weiterentwickeln beim Verein? Weil es ist ja doch ein großer Umbruch jetzt. Das stimmt, ja. Das reibungslos soll es über die Bühne gehen. Mhm. Ohne neue Dilemma vielleicht, die dann uns wieder zurückreißen würden, aber ich wäre kein Vienna-Fan, wenn ich jetzt sagen, es kann nur bergaufwärts gehen. Und das denke ich auch. Weil wenn ich jetzt sage, mein Anspruch muss sein, in der Liga oder RLO, werde ich wahrscheinlich verwiesen werden. Also das kann nicht der Anspruch sein. Also das alle an den Strang ziehen. Ich glaube, das ist auch ein wichtiger. Bestmögliche daraus machen. Ja. Und gemeinsam wirklich dann Schritt für Schritt planen. Mit den Fans. Was halt machbar ist für den Fan auch. Also, man kann jetzt nicht von uns verlangen, welche Dinge, aber. Jeder halt, der kann und will. Was halt in seiner Macht steht. Ja. Stadion herrichten, vielleicht da und dort mithelfen. Ne? Gemeinsam weiterkommen. So ist es ja. Wir alleine will man auf der Strecke bleiben. Weil wie es so schön heißt, man gewinnt gemeinsam und man verliert gemeinsam. Ja. Und so sollte das stimmt, das stimmt. Ja. Ich glaube auch, das sollte unser Antrieb sein, weiterzumachen und diese Liebe, diese Vienna Love zu verbreiten. Das stimmt, ja. Oder? Ja. Das glaube ich auch. Glaub ich. Vor allem ihr, die ja schon so in dieser Vienna Family drinnen seid. Und nach über 20 Jahren, das ist schon was Spezielles. Ja. Also. Apropos Vienna Family privat, wie sieht das deine Frau? Teils, teils. Ah. Sie sagt zwar, sie hat nichts dagegen, aber du merkst dann schon, wenn es dann zu viel wird, wenn du davon redest, dass es jetzt viel wird. Aber sie war schon bei den Matches dabei, sie war auch schon mal kennengelernt. Dabei auch, ja. Sie würde zwar auch gerne öfter gehen, durch unsere kleinen Kinder halt nicht so möglich, wie sie es gern hätte. Mhm. Aber wenn du dann zu Hause davon erzählst, da merkst du dann immer schon in ihrer Stimmlage, okay, wenn sie dich bremsen möchte und. Ja, manchmal, wenn nicht so ein interessantes Match für mich ist, sage ich bitte, da hast du, geh mit deinem Mann auf die hohe Warte. Aber du springst ein als Babysitter. Ja. Ah, verstehe. Weil daher die Kleinen teils nicht sitzen bleiben, teils kein Interesse. Das ist halt ein bisschen schwierig. Ja, klar. Durch die Betonstufen ein bisschen gefährlich für die Großen eher weniger, aber für die. Und da willst du nicht, wenn du im Stadion bist, nicht unbedingt auf den Nachwuchs schauen, sondern bist du dann. Sie akzeptiert oder respektiert, sie akzeptiert, dass du schon, auf die Matches gehst mit deiner Mama. Das akzeptiert sie schon, ja. Dass du halt für ein paar Stunden dann halt am Freitag. Das kann ich ihr nicht angreifen, dass sie jetzt irgendwie. Sie sagt zwar immer, ich habe ihn damit kennengelernt und muss damit leben. Aber mit, teilweise halt so ein Unterton ist halt dann auch mit dabei, also das. Immer halt so eine Launengeschichte auch, also das. Verstehe. Wenn sie. Ihr Lieblingsspiel hat sie auch gehabt. Mit dem Strohmeier Ricci. Ah. Das war ihr über drüber, wenn es den gesehen hat, das ist ausgeflippt, pur. Daraufhin haben wir ja damals ein Trikot anfertigen lassen, mit seinem Namen und seiner Nummer. Und ein Foto signiert es. Und da ist uns das allen wohl gefallen. Also. Das ist auch schön. Ja.
Also ist schon wichtig, dass auch die eigene Familie dahinter steht. Dahinter steht, ja. Ja. Muss sein. Bei uns ist sowieso nicht wegzudenken. Also. Ja. Wie förderst du das auch bei deinen Kindern? So. Ich hab's vor, ja. Also es ist zwar nicht immer einfach, aber es wird. Es gibt ja den Spruch, nicht du suchst den Verein, sondern der Verein sucht dich. Du gehst hin, spürst das, weißt das. Ja, das dürfte damals scheinbar so gewesen sein. Ja. Sonst wäre ich jetzt nicht geblieben dort. Und sonst wärst du nach Simmering oder sonst wo abmarschiert. Ja, weiß ich mir nicht. Also, oder sonst unsere Freunde nach Ernals oder weiß ich nicht. Alles klar. Kann man nicht wissen. Also, daher es im Bezirk sich wahrscheinlich abgespielt hat, dass das dann noch zusammenpasst. Und da ich hier groß geworden bin, ich habe meine Schulbildung hier erlebt. Dann dein Arbeitsplatz? Meine erste Lehrstelle, also meine Lehrstelle da gehabt im Bezirk, also der 19. ist seit meinem 5. Lebensjahr alles. Ich verstehe. Da gehört die WNA dazu. Das ist ein schönes Wort. Oliver, Martina, danke für dieses tolle Gespräch. Wir sagen danke. Ja.